Servus, Grüße, wir sind heute endlich wieder back. Endlich wieder mal persönlich. Die letzten Wochen waren ja nur Buch Maxi Range Videos. Ja, aber ich mir gedacht, es wird wieder mal Zeit, dass wir ein bisschen was bei unseren Mopeds weitermachen. Und zwar, wir haben damals den Road to Gold Motor eingebaut in die Purple Legacy für Beschleunigungsrennen. Das Ganze ist durch die Decken, wie ihr es gesehen habt, gegangen. Aufrufe en masse. Aber der Motor gehört leider außer. Und bevor ich euch erzähle, was da passiert, möchte ich euch noch auf eine Kleinigkeit aufmerksam machen. Und zwar habe ich heute schon den neuen Shirts von der Mopwerk Winter Kollektion an. Ist recht geil geworden. Dress to Ride, fast as fuck, Page oben. Ja, was bleibt zum Sagen? Ich freue mich an alle, die uns schon wieder so tatkräftig unterstützt haben. Letzte Woche hat der Shop geöffnet. Es sind immer mehr viele Sachen von der Winterkollektion da. Deshalb würde ich euch empfehlen, schnell zuschlagen und danke nochmal an alle, die bei uns immer bestellen. Damit können wir unsere ganzen Projekte ein bisschen zumindest finanzieren damit. Ja, was haben wir heute geplant? Der Road to Gold Motor kehrt leider außer vom Zeug Maxi Factory, ist der tun geworden, kehrt leider aus dem Purple Legacy Moped außer, kehrt wieder ins Gross Maxi zurück. Und deshalb bauen wir heute einen Motor ein, der vielen von euch bekannt ist, aber im ersten Blick vielleicht nicht ersichtlich ist. Und zwar haben wir da schon stehen den Motor vom Projekt Asphalt. Projekt Asphalt war eine extrem geile Sache, war sehr beliebt. Wir sind dann mit 106 km/h gefahren, haben 1000 Abonnenten Spezialvideo gedreht. Jetzt haben wir schon bald bei 2000 Abonnenten, was extrem arg ist für mich. Ja, das Projekt Asphalt ist leider zerlegt worden, aus dem wir der originale Maxi baut. Das kommt auch alles 2021 auf euch zu, da haben wir eine geile Videoreihe geplant und deshalb bauen wir den Motor jetzt da ein. Wir haben den nicht geportet, nichts, vielleicht können wir in Zukunft mit dem Purple Legacy Maxi ein paar Videos noch machen, wo uns vielleicht ein Zeug Maxi Factory ein bisschen unter die Arme greift und den ein bisschen bearbeitet vielleicht. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich würde sagen, wir quatschen gerade entlang, gehen ganz los und yes. So, und ich würde sagen, ich führe euch wieder in die Details. Das ist das Projekt, um das was sich heute handelt wieder. Purple Legacy, kennen eh schon alle. Und ja, FME, Auspuff. Wir wundern viele, fragen viele, was denn zum Kaufen gibt. So. Oder wie immer, ist aber recht ein Haufen zum Anpassen. Das ist der Dax Factory, damals kann man sich im Video auch schon so anpassen. Das war echt geil. Schaut gut aus, ist aber ein Mörderhocken. Und ja, das ist der Projekt Asphaltmotor, da ist die Elektrozündung drauf, das werden wir auch umbauen müssen. Und Homoid P6 Auspuff. Ich freue mich schon auf die Probefahrt heute. Bin schon gespannt, kann mich nicht mehr erinnern, so richtig, wie der Motor funktioniert hat. Und deshalb bin ich sehr gespannt, ja, wie das sein wird. Let's go! At the weary day, I'm so at the weary day. So, da haben wir das gute Stück. So schaut das aus einmal. Für alle, was das mal aus der Ganze sehen wollen. Das kommt jetzt aber mal auf die Seiten. Nehmen wir gleich mal ganz fast leider. Und jetzt kommen wir da Motor dran und dann sind wir schon gleich so weit. Ich gehe jetzt so schnell bei der Maxi, das finde ich das Geile. So, seid ihr bereit? Wir können starten. Motor aus. Wie gesagt. So, da haben wir das gute Spiegel. So, im Maxi Factory geht die Untax Factory Air Inlet. Den Air Inlet werden wir wieder anbauen. Der kommt auf dem Projekt Asphalt Motor auch drauf. Und ich würde sagen, den Motor hat einen Kosten, weil der ist gut gegangen. Der passt. So, ich würde sagen, jetzt tun wir rein in den Projekt Asphalt Motor, damit ich mal alles auf den Ständer wieder gescheit stehen kann, oder? So, ich lasse euch da wieder mal mitschauen von der Nähe. Motor ist einmal drinnen, alles anzogen, Auspuff gehört noch angeschafft. Und da haben wir jetzt die Zündung. Wo machen wir die drauf? Wir haben da so einen kleinen Inbusschrauben mit einer Distanz, damit die da ein bisschen weiter entfernt vom Rahmen sich dann befindet. Und so machen wir das drauf, würde ich sagen. Yes!
Und jetzt da kommt noch die originale Füllen rein, die Sternfüllen. Ich habe da die Snowflake drinnen gehabt. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, das Video, wie schnell geht der Rotogold-Motor. Wir haben da die Snowflake eingebaut, weil da hinten eine größere Übersetzung ist. Und das werden wir jetzt wieder rückgängig machen. So, die Kamera ist leider ausgefallen, ihr seht, das Hinterrafen ist drinnen. Ich weiß nicht, wie man da von meiner Kamera. Was sagt ihr, soll man einen hohen Mengen gar nicht drauf tun? Ich weiß nicht, was das ist. Jetzt kommt der Dachs Factory Air Inlet Anreißer auf. So, jetzt als nächstes Dachs Factory Air Inlet Anreißer. Ja, was bleibt da zum Sagen? Schaut vorbei bei Dachs Factory, www.dachsfactory.com. Hat geile Weihnachtsangebote auch jetzt im Shop. Und ja, tut mal drauf. Beste Mugi. So, motortechnisch warten wir mal soweit. Wo da alle Schrauben gescheit anziehen, jawohl. Ja, anstrengen tut's, wie ihr seht. Ich muss noch mein Gasserl gerne auch was machen, weil das hängt da rein gekommen. Aber okay. Okay, Burschen, wir sind ready. Da ist alles fertig, Gasserl, das habe ich auch gekriegt. Überbremsen. Hängt dann auch eigentlich komisch. Aber wir müssen noch da umdrehen, und zwar die Fußrasten. Ne? Die sind bis rechts versetzt, das haben wir damals gemacht, weil sie sich mit dem FMF-Auspuff oder KTM-Auspuff nicht ausgegangen ist. Das werden wir jetzt noch umdrehen. Dann wird es soweit. Probefahrt. Yes! Motocross-Helm mit Bügel. Schon so kalt ist draußen. Aber ich sehe gerade, mein Brünn, die schaut gar nicht gut aus innen. Sehe ich da überhaupt was? Ah ja, muss schon tun. Hoffentlich nicht gut. Hoffentlich sprengt es uns auch. So, der da, da probieren wir auch heute mal aus. So. Die tue ich noch richtig rein. Jawohl, die filmt da.
nochmal da, Mann. Erste Fahrt ist vorbei. Es ist einfach nur ein saulautes Ding. Man kann gar nicht gescheit Standgas fahren oder so, dass es eh automatisch sofort auf die km/h kommt. Aber ich schaue jetzt einmal, wie schnell es eigentlich geht. Das würde mich jetzt nämlich interessieren. Aber es ist mit dem Auswurf einfach so saulaut. So, starten wir das Ding einmal. Ich hoffe, das Mist auch nicht einstecken habe. Okay, und weiter geht's.
schon gar nicht. Letzte Folge. Wir haben damals uns erinnern können, beim Projekt Asphalt den Ersal 72 Kubik statt einen Athena aufgetaucht. Und der war angeblich um ein paar kmh schneller. Aber ich glaube, dass bei den Athena 70 Kubik mit Membran einiges möglich ist, wenn er abgestimmt ist. Und deshalb möchte ich da vielleicht bei dem Projekt auch noch versuchen, dass wir den nochmal drauf tun, den Athena 70 Kubik mit Membran. Und eventuell noch schauen, vielleicht kriegen wir den Auspuff irgendwie leiser. Ich mein, es ist zwar eigentlich wurscht, wenn man eh nur draußen umeinander fährt irgendwo, aber man wird selber halber tierisch dabei. Und ja, das wird vielleicht noch kommen. Ich sage wieder danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, vielleicht knacken wir bald die 2000 Abonnenten. War ja echt geil. Schaut im Mobile-Workshop vorbei, sichert euch eure letzten paar Trainer, was es da gibt. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Open up your eyes.